Hallo und willkommen bei Skipper und Co. Wir befinden uns bei Yachtcharter Snake und übernehmen hier gleich die Sinneblom, unser Boot für die nächsten Tage. Auf einer Länge von 13,50 Meter haben Pia und ich mehr als genug Platz. Für einen ausführlichen Bootsrundgang schaut gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den Link zum Video findet ihr aber auch hier in der Videobeschreibung. Relativ spät am Nachmittag haben wir abgelegt und für heute auch nur ein kleines Stück an Strecke geplant. Es geht in Richtung Jaure und zwar zu Rufus. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob die Anlage zu dieser späten Jahreszeit noch geöffnet hat. Doch wir hatten Glück. Wir sind angekommen bei Rufus, haben jetzt so knappe 45-50 Minuten Fahrt, ganz gemütlich hinter uns und hier wollen wir heute den Abend verbringen. Man ist ziemlich in der Natur, hier ist halt nicht viel. Wir sind aber auch zu dieser Jahreszeit nicht alleine. Ein weiteres Boot ist da. Für uns auf jeden Fall der perfekte Start in diesen Turn. Schönen guten Morgen. Es ist 8 Uhr morgens und wir haben Bock auf Frühstück. Das Frühstück könnt ihr euch am Vorabend mittels einer Liste zusammenstellen und dann bekommt ihr diesen schönen Korb mit all den leckeren Frühstückssachen, die ihr euch ausgesucht habt. Der Preis variiert je nachdem, was ihr euch zusammenstellt. Die Lebensmittel sind alle in Bio-Qualität und der Kaffee ist ein Traum. Glücklich und gestärkt geht es zurück an Bord. So, wir haben Liegegebühren entrichtet. Hier seht ihr das einmal. Und zwar ist das hier vom Rufus, ne? 18,90 Euro. Inklusive Strom- und Sanitäranlagennutzung. Wasser hätten wir hier definitiv auch bekommen, brauchten wir aber noch nicht. Als heutiges Tagesziel haben wir uns Drachten ausgesucht. Ich hatte im Vorfeld mit dem Yachthafen D3 telefoniert und uns für einen Liegeplatz angemeldet. Der Hafen sei noch in Betrieb und demnach wäre auch die Versorgung vor Ort kein Problem. Während unserer Fahrt hatten wir herrliches Wetter. Es war zwar ganz schön windig, aber das hat uns nicht wirklich gestört. Wie telefonisch besprochen, fuhren wir erst einmal durch in den Yachthafen der Dreit, suchten uns einen freien Liegeplatz, um alles weitere mit dem Hafenmeister zu klären. Wie immer, passend zum Anlegermanöver, gab es dann einen Wetterumschwung. So, wir haben erfolgreich in Drachten angelegt. Genau, wir sind im Yachthafen der Dreit. Natürlich, genau während des Anlegermanövers muss es wieder regnen. Jetzt ist wieder trocken. Unfassbar. Jedes Mal so. Wir haben den Regen gepachtet. Ja, es ist so. Aber egal. Wir ziehen uns jetzt eben ein bisschen was Trockenes an. Ja. Weil tatsächlich, wir haben nicht so damit gerechnet, dass es wirklich wieder anfängt zu regnen. Machen uns ein bisschen trocken, dann suchen wir den Hafenmeister. Genau. Und dann schauen wir mal. Bezahlen. Genau, und dann schauen wir mal, dass wir in eine Stadt kommen. Genau. Hier, die kennen wir nämlich nicht und da werden wir wahrscheinlich unsere Fahrräder benötigen. Mit unseren Rädern, aber in Regenkleidung, auf jeden Fall. Ja. Uns wurde dann ein neuer Platz zugeteilt und zwar im Charterhafen. Wir liegen jetzt im Yachthafen der Dreit, beziehungsweise hat man uns hier in den Charterhafen verlegt. Der Preis für die heutige Nacht, stolze 37 Euro. Wir waren uns nicht sicher, wie wir das finden sollten. Also es ist halt so mitten im Industriegebiet, ne? Man kommt so aus der Natur quasi raus, das ist so hier, ne? Da kommt man her und dann ist hier direkt der Vercharterer und wir liegen quasi mittendrin. Wir sollten jetzt zweimal umlegen und haben das auch getan und liegen jetzt quasi mitten bei den Charterbooten und ja, 37 Euro Liegegebühren für Strom. Und morgen können wir noch Wasser einmal holen. Die Sunnies können wir wohl auch nutzen. Die müssen wir uns gleich mal angucken, weil die wohl aktuell noch nicht so ganz auf Stand sein sollen. Ich weiß nicht, was Olli da gerade tut. Ich glaube, er probiert das Fahrrad aus. Egal, die Fahrräder, die wir bekommen haben, die werden wir jetzt mal testen. Ja, oder auch nicht. Kurz nachdem wir losgefahren sind in Richtung Stadt, überraschte uns dieses Unwetter und wir wurden klitschnass. Leider konnten wir dementsprechend auch keine Filmaufnahmen machen in Drachten und haben es vorgezogen, uns wieder aufs Boot zurückzuziehen. Dann würden wir es halt morgen früh nochmal versuchen. Vorräte hatten wir genug an Bord.
Von daher schmiss ich die Bordküche an und es wurde ein leckerer und gemütlicher Abend. Alle verwendeten Kochutensilien sowie Besteck und Geschirr befanden sich an Bord. Nur ein scharfes Messer, das nehme ich immer selber mit. Nach einer sehr stürmischen und regnerischen Nacht, bei der wir auch nicht allzu viel Schlaf gefunden haben, begeben wir uns jetzt auf den Weg zu den Sanitäranlagen und schauen mal, ob wir hier heiß duschen können. Kurz und knapp, dieser Yachthafen ist einer der teuersten, in dem wir je waren. Da hatten wir bei den Duschen schon etwas mehr erwartet. Preis und Leistung stellen wir hier in Frage. So, wir hatten eine gar nicht mal so ruhige Nacht. Es hat heute Nacht extrem geregnet. Es war nicht einfach Regen, sondern es gab erst ein Gewitter, dann mit viel Blitz und Donner und tatsächlich auch Hagelkörner. Hätten wir unser Oropax gefunden, hätten wir es wahrscheinlich reingemacht. Ja, ich denke auch. Aber wir haben es war trotzdem schön. Genau, und wir haben sehr ruhig gelegen. Ja, jetzt ist erstmal Frühstück angesagt. Ja. Und weil das Wetter heute Mittag umschlagen soll und nicht mehr so schön sonnig sein soll, sondern mit Regen und Wind auf uns wartet, haben wir uns überlegt, dass wir unseren Morgenspaziergang nach Drachten canceln. Wir werden Drachten vielleicht irgendwann im Sommer nochmal eine Chance geben. Das, was wir so gesehen haben von Drachten bisher, ist halt, ja, es ist eine Großstadt. Es ist nicht unhübsch, aber es ist halt auch nicht vergleichbar mit den anderen kleinen Städten in Friesland und hat einen ganz anderen Charme. Jetzt muss man dazu sagen, das Wetter war gestern halt auch tagsüber echt mies und dementsprechend würde ich sagen, wir testen das einfach im Sommer nochmal. Heute geht's dann nach Grau. Also Leinen los. Die Stadt Drachten werden wir uns auf jeden Fall ein anderes Mal nochmal anschauen. Bei besserem Wetter. Doch jetzt heißt es erstmal Kurs in Richtung Grau. Fahrzeit in etwa 2,5 Stunden. Und wir genießen jede Minute davon. Langsam frischt es wieder ganz schön auf. Die Sinneblom ist aus GFK gefertigt. Deshalb ist sie deutlich leichter im Vergleich zu Stahljachten derselben Größe. Doch sie lässt sich hervorragend in Fahrt manövrieren und ist sehr kursstabil und macht richtig Spaß. Nur beim Anlegen, bei niedriger Fahrtgeschwindigkeit, da muss man etwas aufpassen und sich gegebenenfalls den Wind zu Nutzen machen. Jeder, der schon öfter in Grau war, weiß, hier ist immer Wind. In diesem Fall kommt er von unserer Backbordseite und deshalb können wir uns schön langsam vom Wind an den Steg drücken lassen. Bei dieser noch recht niedrigen Windgeschwindigkeit klappte das sehr gut und kontrolliert und war für uns in diesem Moment die entspannteste Variante. Bei höheren Windgeschwindigkeiten würde ich in jedem Fall immer gegen den Wind anlegen. Da liegen wir, fast allein im Passantenhafen Grau. Der Wasserstand hier ist ziemlich hoch und das Wetter schreit nach Kaffee und Kuchen. Also Kuchenzeit an Bord. Möchtest du was davon? Auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt beim lokalen Bäcker gerade 2 Leckereien hier geholt. Das war wirklich sehr lecker und hier an Bord ist es auch super gemütlich. Draußen sieht das anders aus. Wind und Regen nehmen zu und wir wären gerne an Bord geblieben, doch wir hatten einen Tisch bei Hermann gebucht. Wir wollten hier, glaube ich, schon die letzten 5 Male, als wir drauf waren, hin. Exakt. Doch haben wir nie einen Tisch bekommen. Hier müsst ihr auf jeden Fall reservieren. Bei Hermann gibt es Tapas etwas anders. Das Konzept ist folgendes. Ihr gebt bei der Bestellung an, was ihr nicht mögt. In meinem Fall zum Beispiel Ziegenkäse. Und das wird dann auch berücksichtigt. Dann bekommt ihr nach einem kleinen Starter eine Vorspeisenplatte. Darauf folgt ein warmer Gang nach dem nächsten, bis ihr nach, ich glaube bei uns waren es 6 Gänge, entscheiden müsst, ob ihr noch einen Nachtisch schafft. Das Menü gibt es zu einem Festpreis. Nur die Getränke zahlt ihr einzeln. Dieser Abend war kulinarisch richtig stark. Service und Qualität waren ausgezeichnet und von uns gibt es eine klare Weiterempfehlung. Hallo und willkommen aus Grau. Unsere gefüllten Bäuche haben es uns einfach gemacht, sehr gut zu schlafen. Wir trinken jetzt hier unseren Kaffee oder unseren Tee. Und genießen die morgendliche Sonne. Herrlich. Moin Leute, wie ihr hört, ist mir ein bisschen was auf die Stimme geschlagen. Heute ist es aber deutlich windstiller und schöner als die letzten Tage. Die Nacht war auch gut, allerdings sehr, sehr stürmisch. Boah, heute Nacht ging es ziemlich ab.
Ich war auch zweimal draußen, um zu schauen, ob die Leinen wirklich halten. Ja, jetzt mache ich einen kleinen Morgenspaziergang. Einmal nochmal ins Zentrum von Grau. Ich nehme euch jetzt einfach mit auf den kleinen Morning Walk. Tatsächlich ist es auch ruhiger als letztes Jahr zu Weihnachten, muss ich sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es hier dann wieder Dezember so um Weihnachten, Neujahr wieder etwas voller wird. Aber jetzt gerade, ja, man sieht noch so ganz vereinzelt Boote. Aber der Rest hier ist wirklich leer. Und Leute, ganz ehrlich, das hat was. Das ist wirklich schön. Wenn man bedenkt, was für ein Trubel hier den ganzen Sommer oder die ganze Saison über herrscht. Und die Restaurants haben natürlich trotzdem auf. Also wundert mich auch manchmal, weil, ja, so viel ist dann halt auch echt nicht hier los. Aber abends, die Restaurants sind voll. Das heißt, die Einwohner hier scheinen auf jeden Fall gerne essen zu gehen. Und ja gut, man hat bestimmt auch noch den einen oder anderen, der hier in einer Ferienwohnung oder in einem Motel lebt. Apropos Essen, wir sind nachhaltig begeistert. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Aufgrund des derzeitig hohen Wasserstandes lag die Sinneblom natürlich auch relativ hoch und so brauchten wir tatsächlich einen kleinen Hocker, um von oder an Bord zu kommen. Wir wollen weiter. Zack. Ich habe gerade die Maschine angeworfen. Jetzt heißt es Leinen los und dann geht's aufs Wasser. Das Wetter ist geil. Hallo, wir haben November. Wir wollen nach Wautzend. In den Yachthafen der Racken, einer unserer Lieblingshäfen, der nicht nur in der Nachsaison, sondern auch über den Winter geöffnet hat. Perfektes Bootswetter. Leichter Wind und Sonne. Was will man mehr? Nach knapp 3 Stunden Fahrt hatten wir Wautzend vor der Nase. Im Yachthafen der Racken hatten wir freie Platzwahl und wir legten uns an die Außenkade. Ja, wir waren gerade erfolgreich beim Hafenmeister. Was haben wir bezahlt? 27,13 €. Wir haben auch ein WLAN-Passwort bekommen, beziehungsweise ein Zettel, wo wir lesen können, wie das mit dem WLAN hier funktioniert. Das ist kostenlos. Das ist kostenlos, genau, wie die Duschen auch. Die sind auch kostenlos, also quasi in den Liegegebühren enthalten. Strom ist auch mit drin, haben wir ja quasi auch schon angeschlossen und das läuft. Nach der Anmeldung mache ich erstmal ein kleines Nickerchen. Pia macht klar Schiff und danach geht es für uns auf einen Spaziergang durch den Ort. Zu dieser Jahreszeit ist es mega ruhig hier. So wirkt auf uns nicht nur das Bootfahren entschleunigend. Wir entspannen total. Zum Abendessen geht es heute ins Omke Jan. Hier gibt es puristische und regionale Küche. Für mich gibt es ein Rindfleisch-Schmorgericht auf Kartoffelpüree. Das sieht sehr gut aus. Mit den üblichen Beilagen. Pia hatte ein Risotto. Das Essen hat uns gut geschmeckt. Hätte für meinen Geschmack etwas würziger sein können. Aber alles in allem hat es uns gut gefallen. Auch das Raumkonzept mit der offenen Küche fanden wir sehr gut, genauso wie den Service. Moin! Heute hat sich wieder ein Regentag angekündigt. Und wir begrüßen ihn mit einem Frühstück an unserem Lieblingsplatz. Und zwar im beheizten Cockpit. Bevor die Reise weitergeht, wollten wir euch noch die Sanitärräume hier in Wautzend zeigen. Hier gibt es einen großen Waschbereich, einen Bereich zum Verstauen eurer Sachen und natürlich einen Duschbereich. Die Duschen sind hier inklusive, das heißt, ihr braucht kein extra Geld, einfach Knopf drücken und das warme Wasser läuft. Bei uns läuft das Wasser jetzt gerade von oben. Kalt. Was für ein Wetter. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, Boot zu fahren. Im Gegenteil, wir genießen es. Und wir haben eine Verabredung in Lemmer. Heute haben wir das Gefühl, als hätten wir die Gewässer hier ganz für uns alleine. Wir haben nicht ein einziges Boot gesehen. Nur kurz vor Lemmer. Da war etwas Berufsschifffahrt unterwegs. Wie ich bereits erwähnte, sind wir verabredet. Und so wurden wir am Yachthafen Lemmerbinn schon in Empfang genommen. Weil bereits geklärt war, wo wir festmachen sollten, mussten wir auch nicht erst zum Meldesteiger, sondern konnten direkt an der Kade festmachen. Marina und Jürgen von Boater on Tour erwarteten uns schon. Ja, die Wurftechnik perfekt.
Einen wunderschönen Tag. Hallöchen. Ha? Das ist ein Zufall. Dass wir uns noch mal sehen, hätte ich ja nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber sehr schön. Ja. So, wir haben in Lemmer Binnen angelegt. Und Olli ist jetzt gerade rüber zum Hafenmeister. Da werden jetzt erstmal die Liegegebühren entrichtet und dann gucken wir, was wir gleich noch tun. Denn wir wollten gerne essen gehen. Wir haben nämlich ein paar liebe Menschen getroffen. Wenn ihr dieses Boot da vorne kennt oder es euch bekannt vorkommt, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, was jetzt kommt. Wir sind auf dem Weg zu Marina und Jürgen von Boater on Tour. Da guckt ja schon jemand. Hallöchen. Na dann, mal hoch da. Den Nachmittag haben wir in geselliger Runde an Bord verbracht und abends ging's für uns in den Beachclub zum Abendessen. Die Qual der Wahl. Keiner weiß, was er essen will. Gestartet haben wir mit Champignon-Rahmsuppe und zum Hauptgang gab es Burger, Fish and Chips und Steak. Pommes sind gut. Der Burger war auch wirklich lecker und die anderen waren auch happy mit ihrem Essen. Dementsprechend hatten wir einen schönen, gemütlichen Abend. Guten Morgen. Wir haben mega gut geschlafen. Da drüben liegen noch die Boater on Tour mit den Vieren. Also Marina, Jürgen plus Begleitung Peter und Petra. Waren wir gestern im Beach Club Lemmer essen. Hat uns sehr gut gefallen und ja, eigentlich müssen wir hier um 12 Uhr weg. Wir würden aber ganz gerne noch in die Stadt. Wir haben jetzt aber schon 10 Uhr durch. Wir wollen jetzt mal Richtung Hafenmeister und mal schauen, ob wir hier ein paar Stunden verlängern können. Eine ganze Nacht können wir eigentlich nicht bleiben, weil wir Besuch in Snake erwarten. Wir gehen noch mal eben winken. Wir wollten noch mal Tschüss sagen. Tschüss. Habt eine gute Heimreise. Tschüsschen, ihr beiden. Guck mal, da ist noch einer. Ja. Euch auch eine gute Fahrt. Ja, lasst euch auch. Und schönen Dank für den Abend gestern. Ja, danke. Hat uns sehr gut gefallen. Ja. Und wir schauen jetzt mal, dass das nicht wieder 2 Jahre dauert, bis wir uns wiedersehen. Ja. Perfekt. Ciao, gute Fahrt. So, das mit der einfachen Verlängerung hat nicht geklappt. Also wir können jetzt nicht 2 Stunden länger hier bleiben. Wir haben gerade dann mal umgeparkt. Auf dieser Seite, also genau gegenüber vom Binnenhafen Lemmer, könnt ihr bis 16 Uhr kostenfrei liegen. Danach müsstet ihr zahlen und das könnt ihr hier am Automaten tun. Für die Boater on Tour geht es jetzt in Richtung Winterlager. Für uns in Richtung Zentrum. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man solch dicke Pötte hier in Lemmer liegen sieht, einem aber selbst mit 15 Meter Booten die Brücken schon mega schmal vorkommen. Und wenn man dann beobachtet, mit welcher Leichtigkeit diese Riesendinger hier reingefahren werden, finde ich immer krass. Im Zentrum angekommen, gibt es ein spätes Frühstück. So, für mich gibt es wieder Senfsuppe. Ich kann davon einfach nicht genug kriegen. Finde ich richtig geil. Pia, ist er die Süße? Carrot Cake. Und, Kaffee schmeckt? Sehr gut. Na dann, Leute, guten Appetit. Auf Regen folgt Sonne, endlich. Und wir waren gerade noch mal im Femme. Das gilt schon als unser Stammlokal. Ja, irgendwie kommen wir nicht dran vorbei. Und ich habe Senfsuppe bekommen. Ich liebe Senfsuppe. Das war wirklich gut, ja. Ja, so viel Sonne hatten wir die ganze Woche nicht. Tut richtig gut. Ein bisschen Shopping muss ebenfalls sein. Die ist toll. Ja, der ganze Laden ist toll. Also so ein bisschen ist hier schon auch noch los in Lemmer. Und es geht ins Skipperland. Wir lieben es einfach, in Lemmer durch die kleinen Geschäfte und Boutiquen zu bummeln. Irgendwas entdecken wir immer. Wir müssen langsam zurück zum Boot. Hier möchte ich auch immer noch mal rein. Das sieht einfach so niedlich aus. Gegen 13 Uhr sind wir wieder am Boot, lösen die Leinen und machen uns auf den Weg in Richtung Snake. Aber nicht, um die Sinneblom morgen schon wieder zurückzugeben, sondern weil wir Besuch bekommen und Snake dafür der optimale Treffpunkt war. Die Fahrt nach Snake war super schön. Wir hatten die ganze Zeit Sonne und fuhren immer dem Regenbogen entgegen.
Kurz bevor wir unser Ziel erreichten, wurde es langsam dunkel und die Herbstsonne tauchte alles in warmes Licht. Wir fuhren zu einem unserer Stammplätze, nah am Zentrum und auch in der Nachsaison oder im Winter brückenlos zu erreichen. Nur Landstrom gibt es hier außerhalb der Saison nicht. Das war für uns aber auch gar nicht nötig, denn wie die meisten Boote schafft auch die Sinneblom eine Nacht ohne Strom ganz problemlos mit Hilfe der Batterien. Heute kochen wir wieder an Bord. Ich will die von uns so geliebte Senfsuppe mal selber ausprobieren. Ich hoffe, sie ist gut geworden. Es sind nämlich schon einige Versuche daneben gegangen. Schmeckt deine Suppe? Ja, so wie sie soll. Glück gehabt. Guten Morgen aus Sneek. Wir haben es noch relativ früh. Wir erwarten heute Besuch. Und weil die Vorräte langsam knapp wurden, war ich schon früh mit dem Rad unterwegs und habe ein bisschen aufgestockt, damit wir unseren Gästen auch was anbieten können. Wir warten gerade auf unsere Freunde. Wir haben jetzt 10.30 Uhr in etwa. Moin! Hallo! Hi. Fehlen nur noch zwei. Auf die warten wir jetzt gerade. Die müssten auch schon geparkt haben. Hallo! So, die Crew ist vollständig. Also, Leinen los! Perfektes Wetter heute für einen Tagesausflug. Wir fahren nach Jaure, denn wir möchten unseren Freunden einfach mal ein bisschen näher bringen, wie Bootsurlaub sich so anfühlt. Und natürlich, was man dabei so sehen und erleben kann. Bestes Wetter. Kaum begann die Fahrt, setzte auch schon Entschleunigung ein. Genau so, wie es sein sollte. Friesland zeigte sich heute von seiner besten Seite. An der Schleuse in Jaure ist immer etwas Vorsicht geraten. Denn gerade wenn der Wind hier ungünstig steht, kann es auch schon mal sehr eng werden. In der Regel passt das aber sehr gut und Wind hatten wir heute nicht wirklich. Die Sonne lockte dann auch den ein oder anderen Segler vor die Tür. Obwohl uns heute einige Boote begegneten, war der Hafen sehr leer und wir hatten freie Wahl. In der Hauptsaison sieht das hier ganz anders aus. Die Boxen hier sind im Sommer meistens alle voll. Wir drehten die Sinneblom auf dem Teller und suchten uns einen schönen Platz an der Kade, um später bei der Rückfahrt schon in Fahrtrichtung zu liegen. Das Anlegemanöver lief ganz entspannt. Wenn die Mittelleine fest ist, ist der Rest ein Kinderspiel. Vor allem, wenn es so windstill ist. Wir führten unsere Freunde ins Bistro Fred. Liebe Sonja, was hast du da Schönes? Ich habe einen Brombeer-Focaccia mit Pilzen. Andi, was ist bei dir geworden? Ich habe ein Club-Sandwich und da sind sogar Chips drauf. Geil. Ich habe Senfsuppe. Mal wieder. Und Pia hat auch Senfsuppe. Und die war auch noch richtig gut. Oh, Lukas, du wirst es, glaube ich, gerade so schaffen bis zum Abendessen. Ja, gerade. Und schmeckt's? Ja, wirklich. So, wir waren jetzt hier im Bistro Fred. Das Essen habt ihr ja gesehen. War sehr, sehr lecker. 1A. Und jetzt gibt's, wie immer, wenn wir in Jaure sind, Nachtisch. Natürlich in der Eisfabrik. Eisessen im November. Geil. Ich habe Karamell, Butterkuchen und Zuckerbrot als Sorte. Joghurt und Schokolade. White Chocolate und Zuckerbrot. Und Sonja wollte gar kein Eis, hat jetzt aber trotzdem eins. Und packt auch beim Ablegen mit an. Und ist los. Schade, dass die Tage zu dieser Jahreszeit so kurz sind. Wir hätten unseren Freunden gerne so viel mehr gezeigt, müssen aber leider schon wieder zurück, bevor es dunkel wird. Sonja gibt aber schon mal ein erstes Fazit. Erster Bootsausflug. Richtig, mit euch. Richtig? Mit uns. Ja. Toll. Und? Ist voll schön. Ist voll schön. Ja. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Ja, die Sonne ist einfach mega. Der Himmel ist schön blau. Vorhin waren auch noch viel weniger Wolken da.
hat alles richtig gestrahlt und jetzt wird es langsam fresh, ne? Die Natur ist einfach mega. Ja, aber fresh ist ja nicht schlimm, weil so wie das, wie sagt man das schön in Deutschland, gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung. Ist richtig. Scheiß Spruch, aber... Aber ist wahr. Hab viel dabei, ich hab noch mehr mit. Also für den Fall, dass es mir kalt wird, ich kann noch mehr anziehen. Mega, wenn man einfach so seine Ruhe hat und da ist niemand und so, finde ich richtig geil. Keine Menschen, einfach totale Isolation. Ja, ist doch. Ja. Keiner, der dir auf den Sack gehen kann. Also ich finde ja so niederländische kleine Städte sowieso total schön, wenn ich so, ich finde es immer so ein bisschen verwunschen. Ich liebe die Häuser und die Architektur, sage ich jetzt mal. Das Restaurant fand ich total cool. Der Preis war voll okay. Ich habe irgendwie so ein geiles Focaccia mit Camembert und Pilzen gehabt, war richtig lecker. Deine... Mit dabei? Mustard-Soup. Sonja hat das erste Mal Mustard-Soup gegessen. Extremst gut, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Die Eisdiele, ich habe mir ja als einzige Macarons gekauft und konnte mich nicht entscheiden. Als ich dann rauskam, wurde mir ein Eis in die Hand gedrückt, was fälschlicherweise zu viel gemacht wurde. Deswegen kann ich jetzt sagen, das Eis schmeckt gut. Meine Macarons sind jetzt noch unten in meiner Tasche. Die werde ich dann später essen und kann dann sagen, wie die sind. Aber das Eis war schon mal sehr lecker. Das ist schon mal gut. Auf unserem Weg zurück nach Sneek wollen wir unseren Freunden noch einen Marikrit-Liegeplatz zeigen. Für alle, die nicht wissen, was das ist, dabei handelt es sich um kostenfreie Liegeplätze, an denen ihr bis zu 3 Tage am Stück liegen könnt. Die Plätze befinden sich oft an den schönsten Orten inmitten der Natur. Und an genau so einem Steg machen wir jetzt fest und sorgen für einen kurzen Landgang. Mal schauen, wo die sich rumtreiben. Die kommen gar nicht wieder. Ist das nicht herrlich hier? Total schön. Das Wasser, was man hört, und die Vögel. Ja, genau so fühlt sich Bootsurlaub an. Und auch wenn das Wetter nicht immer auf unserer Seite war, sind wir traurig, dass wir am Ende unserer Reise angekommen sind. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, uns auf dieser Tour zu begleiten. Falls ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren. Jetzt. Kostet auch nichts.